Ja, hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Ein kleiner Lebenstraum von mir geht heute in Erfüllung. Ich spreche mit Alex Bloch. Ich denke mal, viele von euch kennen ihn. Er ist selber Elektrotechnik-Ingenieur. Seit 1993 schreibt er für die Motorpresse, 97 dann Redakteur geworden, seit 2008 bei Automotor und Sport, seit 2013 Chefreporter für Technologie und seit 2014 kennt man ihn aus dem Fernsehen, jeden Sonntag 17 Uhr Pflichtprogramm auf Fox und nebenbei noch TikToker. Und Alex, schön, dass du hier bist. Also freut mich riesig. Also schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Ich kann das ganz ehrlich sagen, ich gucke ja deine Videos auch, besonders auf TikTok. Finde das mega spannend, was du da machst, wie du die Sachen erklärst, wie du auch ganz klar zeigst, was macht der da für einen Fusch. Ich finde es so genial. Du zeigst immer und dann Fusch. Ich finde es großartig, aber da sind auch skurrile Sachen dabei. Und ich freue mich total, über Autos zu reden. Ja, ich glaube, das weiß jeder und speziell auch über die Zukunft des Autos, Zukunft des Auto und auch Elektroautos. Ist eine spannende Sache. Ja, also wirklich, nochmal danke, dass du echt hier bist. Und ja, ich habe von meiner Community gesammelt einen großen Fragenkatalog und den würde ich jetzt einfach mit dir so durchmarschieren. Und da mal immer deine Meinung, dein Fachwissen sozusagen abrufen und wie die Zukunft der Automobilität, also gerade in Elektromobilität, weitergeht. Und da mal die Einstiegsfrage: Was fährst du eigentlich für ein Auto? Also, da kursieren ja viele Sachen im Internet rum. Also, ja, ich weiß, da kursieren viele Sachen und es ist natürlich immer so, man spekuliert sehr, sehr viel, weil das ist schwer, mich zu fassen. Auf der einen Seite habe ich eine hohe Emotionalität, wenn es um Autos geht. Es gibt auch bestimmte Motoren, wo ich besonders aufgehe, wo wirklich bei mir Emotionen hochkommen. Und dann aber habe ich auch eine hohe Affinität zur Elektromobilität. Also das sind so zwei Welten bei mir. Ich kann die beide vereinen. Und ich kann nur sagen, wenn ich persönlich etwas fahre, dann fahre ich etwas Hochemotionales. Das nehme ich mir raus wie ein Single Malt Whisky und genieße das mal. Und dann kommt er wieder in die Garage zurück und dann mache ich die Garage zu. Und dann fahre ich zu 95% ja meine Testwagen oder sonstigen Autos. Was das für ein Auto ist, verrate ich noch nicht. Kommt aber. Okay, aber auch nicht welches Antriebskonzept. Stromer, Benziner, Diesel. Es ist kein Stromer. Ist Es ist kein kein, Stromer. es ist kein Stromer. Ich hab ja auch ein Faible zum Beispiel für Uhren und für mich ist ganz wichtig, dass dahinter eine geniale Mechanik steht. Also eine Mechanik, wo ich mir sage, wow, das ist jetzt wirklich toll gemacht, das ist mega umgesetzt. Das hat was mit Kunst zu tun, mit Maschinenbaukunst. Also einfach nur ein Vierzylinder, der jetzt fährt. Nein, das würde ich nicht fahren. Obwohl die Okay. gut sind, aber das ist mir dann zu viel Masse. Ich brauche was Besonderes. Sehr schön. Also sind gespannt, Ja. was das für ein schönes Maschinenbau-Fahrzeug Ja. ist. Ja, jetzt zu den richtigen Fragen der Community. Und zwar, die erste Frage war mal, wann oder beziehungsweise warum gibt es so wenige oder warum gibt es aktuell noch keinen Elektrokombi? Was ist da der Grund? Das hat rein wirtschaftliche Gründe. Also Deutschland ist ein Kombimarkt immer noch. Trotz lauter SUV sind wir immer noch ein Kombimarkt. Aber wenn du auf die großen Märkte guckst, wo die Autohersteller halt punkten wollen, das ist China oder USA, sind das beides keine Kombimärkte. Das heißt, die überlegen sich vorher dreimal, ob die sowas rausbringen, weil es muss weltweit funktionieren, nicht nur in Deutschland oder in Europa. Und deswegen ist das relativ schwach ausgeprägt. Deswegen kommen die auch erstmal mit lauter SUV raus. In den meisten Fällen. Oder halt auch noch entsprechende Limousinen. Ich glaube, dass einer der ersten Hersteller, der mit einem Elektrokombi rauskommen wird, vielleicht Audi sein könnte. Also, sagen wir mal so, die A6 e-tron, wobei es ja eine eigene Plattform, da könnte ich mir das vorstellen. Bei allen anderen sehe ich da zurzeit keine Anzeichen. Es ist ja eigentlich nichts Dramatisches dran, einfach dieses, was hinten bei der Limousine runtergeht, einfach. Ja, das ist halt, Autokauf ist so was Subjektives. Die Leute kaufen halt, was gerade in Mode ist und was sie gerade denken, was gut für sie passen würde. Und sie kaufen halt weltweit SUV. Ich finde Kombi auch super. Ich bin ein großer Kombi-Fan, also definitiv. Ja, und es gibt auch Verbrenner-Kombis, die mich also wirklich abholen. Also wo ich einfach Spaß habe. Ich habe jetzt zum letzten BMW 530D gegen
Audi A6 3 Liter TDI getestet. Das sind quasi perfekte Autos. Wunderbar viel Platz, toll, reißt super. Und du fragst dich, ja, brauche ich was anderes? Aber der Käufer ist, wie er ist. Okay. Dann weitere Frage zur Elektromobilität. Und zwar richtig den Antrieb, also den Motor. Es gibt einmal den Permanentmagnetmotor und den Synchronmotor. Es sind ja viele verschiedene Hersteller, wir nutzen ja einmal den, setzen ja auf den Permanentmagnet und eine auf die Synchronmotormaschine. Weißt du warum oder was da der Hintergrund ist? Ja, also da kenne ich jetzt natürlich einige Hintergründe. Also Fakt ist, das weißt du ja auch, der Asynchronmotor ist so geschichtlich das klassische Arbeitstier, mit dem man so angefangen hat, auch in den Betrieben und so weiter. Und dann waren so die ersten Ideen, auch so wie Tesla angefangen hat, man hat im Prinzip Asynchronmotoren genommen, die waren nicht speziell für Elektroautos entwickelt, sondern die hat man einfach übertragen auf das Auto, deswegen auch 400 Volt, weil das alles gepasst hat, 3-Phasen-Wechselstrom. Und dann hat man mit diesen Motoren gearbeitet, hat aber, weil auch am Anfang das gar nicht so immanent war, jetzt die Verluste im niedrigen Bereich, weil der Wirkungsgrad vom Asynchronmotor ist ja im niedrigeren Drehzahlbereich so blala, sagen wir es mal so. Der braucht ja erstmal ordentlich Last, damit da ordentlich Wirkungsgrad rauskommt. Und dann war das auch nicht so einfach mit den Neodym-Magneten. Und dann hat man aber, umso mehr die Elektroautos auf die Straße kamen, umso mehr auch Effizienz da auch eine Rolle gespielt hat, auf den Permanentmagnet-Synchronmotor gesetzt. Das ist der Motor, der nach meinen bisherigen Verbrauchsfahrten auch derjenige, der zumindest, wenn das Auto einen einzigen Antrieb besitzt, der sparsamste ist. Wobei Tesla setzt auf eine Kombination Permanentmagnet-Synchron und Asynchronmotor, weil ich halt, das weißt du ja auch, den Asynchronmotor halt mit, er ist fremderregend, ich kann ihn mit Strom regeln. Mein Permanentmagnet-Synchronmotor läuft erstmal mit. Das heißt noch nicht zwangsläufig, dass er großartig rekuperieren muss, aber an der Induktion kann ich nichts ändern. Ja? Das ist halt für physikalisch erstmal schwierig. Und diese Effizienz wird immer wichtiger, deswegen setzen die auf Permanentmagnet-Synchronmotoren, arbeiten aber gerade dran, das zu ersetzen, weil halt das Thema Neodym und die Abbaubedingungen in China wirklich diskussionswürdig sind und es auch teuer wird. Neodympreise gehen wirklich gerade nach oben und deswegen hat BMW jetzt bei seinem iX3 einen fremderregten Synchronmotor. Da habe ich erstmal geschluckt und habe gesagt, ihr wird da nicht ernsthaft da jetzt Schleifkontakte reinbauen. Also ich sag mal, Funkenflug und Verschleiß und alles drum und dran. Doch, machen sie. Machen sie. Sie sagen, sie haben das im Griff über die Lebensdauer des Motors und sie kriegen halt eine Regelbarkeit der Erregung. Und das ist für sie ein großer Vorteil und bisher funktioniert das auch. Und jetzt Mahle, eigentlich ein klassischer Motorenteilehersteller, Kolben und so weiter von Mahle ist ja ein Begriff. Die haben jetzt einen fremddirekten Synchronmotor gezeigt, bei dem ich nicht über Schleifkontakte arbeite, sondern die Stromübertragung auf meinen Rotor läuft über Induktion, aber nicht wie beim Asynchronmotor, dass also ich einen Schlupf haben muss, sondern läuft erstmal über Induktion, quasi wie beim Trafo und dann wird es übertragen. Also es wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend, was da in Zukunft kommt. Und ich will da noch was Eigenes drüber machen, weil es sind coole Motoren. Okay, sehr schön. Echt interessant. Also habe ich selber nicht gewusst, dass die jetzt wieder mit den Bürsten kommen. Ja, ich war auch, hey, ich baue RC-Modelle. Da ist Bürste, das ist so der Abfall, weißt du, so ein 10-Euro-Bürstenmotor. Ja, dann macht er einen ordentlichen Funkenflug, das weißt du ja. Und das Erste, was du machst, ist auf Brushless umstellen. Und dann kommt BMW wieder mit einem Brushed-Motor, in Anführungsstrichen, weil... ich meine, die Experten wissen das, ob ich jetzt einen Brushless-Motor in einem RC-Modell habe oder in einem Elektroauto, das ist im Prinzip die gleiche Mischpoke. Da ist erstmal Gleichstrom, den muss ich umsetzen, PWM, ja, und dann das Bauen. Ich war auch erstmal überrascht und habe erstmal, als ich es gehört habe, gesagt, ihr spinnt komplett. Also was ist jetzt mit euch los in Bayern? Aber wenn BMW was macht, dann machen sie es mit Substanz. Sie haben zum Beispiel damals für den i3 einen Motor gebaut, der 2013er war das, klar permanent magnetsynchron, aber sie haben einen sehr starken Reluktanzeffekt ausgenutzt, also magnetischen Widerstand, sodass du eben über die weichmagnetischen Materialien da auch nochmal eine Kraftwirkung hast. Und die Kombination zusammen, die hat dazu geführt, dass der Motor ein besonders weit ausgelegtes, relativ hohes Drehmoment hat. Mehr als übliche permanent magnetsynchron Motoren, wobei du hast ja immer einen gewissen Reluktanzeffekt drin. Ja. Und dann wollten sie das jetzt noch weiter ausweiten und das so mit dem neuen halt gehen. Hey, ich krieg den iX3 ein, zwei Wochen. Ich bin gespannt. Ja, cool.
Also Sorry, ich komme bei Elektromotoren der ganzen Kraft immer so ein bisschen ins Schwärmen, weil das für mich auch Mechanik, das ist für mich Mechanik, das ist Elektrotechnik, das ist Kunst, was da gemacht wird. Und du weißt ja selbst, wie schwierig das ist, den magnetischen Fluss so zu steuern, dass der Motor echt effizient läuft. Du siehst keinen Unterschied und die haben innen drin im Aufbau, wie mit der zum Beispiel Asynchronmotor, wie der Käfig eingelegt ist, feine Dinge geändert und es funktioniert besser und das ist faszinierend. Ja, Wahnsinn. Aber wenn du schon so beim Elektromotor schwärmen bist, dann hat eigentlich der Diesel überhaupt noch Zukunft in Deutschland. Ja, der hat noch lange eine Zukunft, weil du musst ja angucken, derzeit werden 10% der Neuwagen werden mit keinem Elektroantrieb verkauft. Das heißt, 90% haben immer noch einen Verbrennungsmotor. Dieses Verhältnis wird sich jetzt verändern, immer mehr, aber wir werden trotzdem noch über lange Zeit jetzt, über einige Jahre hinweg, hauptsächlich Verbrennungsmotoren verkaufen. Sollen wir die jetzt vergessen? Sollen wir sagen, boah, das ist alte Technologie, da kümmern wir uns nicht mehr drum? Also Entschuldigung, das wäre dumm. Also muss das weiterentwickelt werden. Und der Diesel ist unter Gesamtgesichtspunkten, also wenn du wirklich die Produktion siehst, des Autos, die Rohstoffe, Nutzung und so weiter und so fort, ist das immer noch ein exzellentes Motorprinzip, der je nachdem, wie viel oder wenig du damit fährst, zum Teil sogar in die Nähe eines Elektromotors gesamt betrachtet kommt. Im Schnitt ist der gesamte Elektroantrieb meist schon besser, definitiv. Aber du kannst einem Diesel immer noch richtig was rausholen. Und wenn ich jetzt aktuelle Dieselmodelle gefahren sind, das war lustig, das muss ich ganz kurz erzählen. Eine Fahrt gemacht mit, was war das, drei Hyundai Kona, wo wir verschiedene Geschwindigkeiten gefahren sind. Und da ist als Begleitfahrzeug ein Audi A3 mit dem 2-Liter TDI mitgefahren. Und wir sind halt mit den Elektroautos nicht so schnell, viel Autobahn und Suche und drum und dran. Wir hatten am Schluss einen Verbrauch von 3,6 Liter bei dem Diesel über die Strecke hinweg. Das ist Und schon Bombe. das ist doch Bombe. Also Ja. muss man ehrlich sagen. Und egal ob Verbrenner oder nicht, du weißt ja, ich bin da gar nicht ideologisch. Das ist erstmal toll, dass man so einen sparsamen Motor hinbekommt. Und mit den Abgasemissionen natürlich auch dazu. Weil sonst Ja, wäre da es haben wir ja ja Interesse. wär viel leichter, wenn ich sage, okay, Abgase egal, kann rausrauchen, wie er will. Dann kann man ja noch viel, viel weiter runter. Ich bin da ja sehr realistisch. Am CO2, das direkt ausgestoßen wird, kannst du nichts ändern. Das ist einfach eine Verbrennerbeziehung. Was du verbrennst, muss an CO2 raus. Ja. Wobei für mich persönlich immer nur das Gesamt-CO2 zählt. Das heißt, mir ist es egal, ob jetzt Auspuff qualmt oder ob irgendwo ein Kraftwerk qualmt in China oder Europa oder sonst irgendwo, weil das ist für die Welt und für das Klima entscheidend. Und dann haben wir die weiteren Abgase beim Diesel inzwischen sehr, sehr gut im Griff. Also Stickoxide werden mit modernen Katalysatoren sehr gut, also mit SCRs, sehr gut gereinigt. Da ist riesig was gemacht worden, ist aber auch teuer. Deswegen werden der Diesel im Kleinwagenbereich schon relativ früh aussterben. Und beim Feinstaub haben wir was ganz Lustiges gemessen. Wir haben es einfach gemessen, ich kann es ja auch nicht ändern. Und zwar, dass die Luft, die hinten aus dem Auspuff rauskommt, weniger Feinstaub hat, als die, die er vorne einsaugt. Ist auch irgendwie logisch, weil es ist ja ein Filter dazwischen. Ja, das ist genauso wie beim Staubsauger. Wenn ich durch die Wohnung fahre und es würde am Staubsauger hinten mehr Staub rauskommen, als ich vorne reinsauge, ja, dann hätte der Staubsauger ein Problem. Okay, dann kommen wir zu ein bisschen sauberen Thema. Und zwar war die nächste Frage: Macht ein Wasserstoff-Plug-in-Hybrid, also Wasserstoff-Plug-in-Hybrid, mehr Sinn als reines Wasserstoffauto? Weil man könnte ja die Alltagsstrecken mit höherem Wirkungsgrad fahren und sozusagen auf Langstrecken fahren, hätte man dann kein Reichweiteproblem mehr. Also Batterie für die Leistungsspitzen und Wasserstoff für die Grundlast. Was sagst du dazu? Also grundsätzlich hat ja jedes Brennstoffzellenauto erstmal eine Pufferbatterie drin. Die ist nicht so wahnsinnig groß, wir reden da über 2, 3 Kilowattstunden, weil die Brennstoffzelle eben relativ lahm ist, wenn es um genau das, was du sagst, den schnellen Strom zu liefern. Einfach zu sagen, aufs Gaspedal, so und jetzt gib mal schnell Strom, sagt die Brennstoffzelle, Moment, ich brauche ein bisschen Zeit, weil es ist ja auch ein mechanisches System, ich muss Gase an Membranen vorbeiführen und deswegen benutzt du eine Pufferbatterie. Und für mich war die erste, schon vor 10 Jahren habe ich gesagt, wieso baut ihr eigentlich keinen Wasserstoff-Plug-in-Hybriden? Das ist doch super. Die Leute haben, du machst die Akku ein bisschen größer, nicht so groß wie beim normalen Batterie-Elektroauto, machst den Akku ein bisschen größer, lädst ihn zu Hause auf, fährst deine Kurzstrecken und auf Langstrecke hast du Wasserstoff. Mercedes hat es gemacht. War toll, das Auto bin ich gefahren, hat total viel Spaß gemacht. Aber das Thema Wasserstoff ist gerade schwierig.
Es ist schwierig einfach in Deutschland. Es gibt kein großes Interesse am Wasserstoff im normalen Autobereich. Am Wasserstoff selbst ja, grüner Wasserstoff. Da wird auch vieles kommen in vielen Bereichen. Aber im Autobereich sehe ich derzeit, ja, da sehe ich eher dunkle Wolken. Da gibt es auch viele Probleme. Also man muss mal auch fair bleiben. Auch Wirkungsgrad, man muss darüber diskutieren. Es gibt einen Hersteller in Deutschland, der will jetzt wieder ein bisschen was machen. Das BMW. Mercedes nicht, VW ist militant gegen Wasserstoff, militant. Also da muss das Wort Wasserstoff oder Brennstoffzelle nur erwähnen, ja, da zückt er schon das Messer. Aber man muss es global sehen und in Asien sind sie nicht so militant gegenüber Wasserstoff. Und das ist ein Riesenmarkt. Und da schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Die Chinesen haben keine Ideologie, die gehen ganz andere Wege. Die sagen, funktioniert, ist günstiger, machen wir. Ja, aber das ist ja, also viele im Bekanntenkreis sagen auch, okay, Elektroauto wird sich eh nicht durchsetzen mit der Batterie, also batteriebetrieben Elektroautos, muss ich sagen, sondern es wird dann irgendwann Wasserstoff kommen und das ist dann die Lösung. Da kann man schnell tanken, hat man, läuft alles, braucht man keine Batterie mehr. Wobei, selbst bei jedem Wasserstoffauto brauche ich ja eine Batterie für diese Leistungsspitzen. Das ist ja auch so ein großer Fehlschluss. Genau, ich brauche eine Pufferbatterie, ohne die geht es nicht. Also ein Brennstoffzellenauto zu fahren, das keine Pufferbatterie hat, das möchtest du nicht, weil du schickst, das ist wie eine Postkarte schicken. Also Gas drücken, Postkarte schicken, abwarten, ob die irgendwann beim Empfänger ankommt. So, und deswegen brauchst du diese Zwischenbatterie, die auch den schnellen Strom liefern kann. Aber wir können ja mal ein ganz, ganz, ganz positives Zukunftsszenario für den Wasserstoff aufbauen. Wir haben derzeit in Deutschland rund 100 Wasserstofftankstellen, von denen nach meiner Erfahrung ungefähr 50 vernünftig funktionieren, die anderen 50 machen Zicken. Ja? Also weißt du, wie oft ich schon da stand und habe getankt und das hat nicht funktioniert. So, das wird jetzt, damit können wir noch nichts Großes aufbauen. Es gibt bis auf Hyundai und Toyota keine Hersteller in Deutschland, die jetzt serienmäßig Wasserstoffautos anbieten, auch schon gar nicht in großen Stückzahlen. Das heißt, wir brauchen für die Infrastruktur, wir brauchen für die Autos mindestens eine Generation, das sind 5 Jahre. Da reden wir von 2026. Und dann müssen wir aber schon an dem Stand sein, dass der Wasserstoff, dass wir so große Energiemengen herstellen, dass es uns nicht wehtut, dass der Wirkungsgrad des Wasserstoffs schlechter ist, bis er dann im Auto komplett zum Vortrieb benutzt wird, als beim batterieelektrischen Auto. Und wir brauchen also noch größere Energiemengen drum und dran. Also wenn ich sehr, sehr positiv rechne und alles würde sich dann doch so verhalten, dann reden wir vielleicht über Ende dieses Jahrzehnts. Und dann ganz ehrlich hat sich auch das Elektroauto, batterieelektrische Auto nochmal so weiterentwickelt. Die Batterien haben sich verändert, alles drum und dran. Ja. Wo es kommt, Wasserstoff definitiv, und da bin ich mir absolut überzeugt, Fernverkehr. Weil aktueller Diesel, ich war ja bei MAN, wenn er einen großen Tank drin hat, hat er 5000 Kilometer Reichweite. 5000 Kilometer Reichweite mit einer Batterie, na viel Spaß, da kannst du einen Zug hinterherfahren, da kannst du einen kompletten Güterzug hinterherfahren. Und da glaube ich, dass Wasserstoff kommt. Und da ist dieser kleine Punkt, wo ich sage, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und vielleicht kommt da in Zukunft noch was. Aber derzeit sage ich, Batterie elektrisch. Okay. Gut. Ja. Wie siehst du das mit den deutschen Automobilherstellern? Also kann sich Deutschland im Bereich Elektromobilität behaupten im Vergleich zu den ganzen chinesischen, japanischen Herstellern? Und wie wird es da weitergehen? Also wie siehst du unser deutsches, ja, wie soll man sagen, wir sind ja die deutsche Automobilnation, Automobilbauer der Welt und wir, whatever. Waren wir zumindest früher, wird das in Zukunft anders sein. Wie siehst du das? Wir waren ja nicht nur die Automobilnation, wir waren auch die Batterienation. Also Warta und Co., wir waren absolute Giganten im Batteriebereich. Das haben wir uns alles abnehmen lassen. Das muss man schon sagen. Also wenn du dir die großen, und da bin ich schon gleich im Thema drin, wenn du dir das anschaust, was in Zukunft wichtig wird beim Elektroauto, Batteriezellen, das ist Digitalisierung, Software. Und wo haben wir in Deutschland keine Stärken? Das sind derzeit Batteriezellen und das ist Digitalisierung und Software. Das heißt, da haben wir Nachholbedarf. Und wenn du dir anschaust, wo die großen Zellhersteller sitzen, das ist Kettle in China, das ist BYD in China, das ist Panasonic in Japan mit Derivaten. Und da spielen wir Deutschen erstmal keine Rolle.
Aber ich weiß, dass da jetzt massiv angesetzt wird, dass sowohl Mercedes wie VW und auch BMW und Co. Batteriezellenbau, und zwar nicht nur die Batterie, weil das ist ja nur die Zellen nehmen und sie dann in Anführungsstrichen nur und dann zu einem Modul zusammenzubauen, dass das als Kernkompetenz auserkoren ist und dass wir da in Zukunft was tun wollen. Aber wir hängen da hinten dran, wobei wir sind innovativ. Wir haben in Aschaffenburg sitzt BMZ, die Jungs sind, habe ich besucht, machen mega gutes Zeug im Batteriebereich, sind total clever und auch was Materialforschung anbetrifft. Du gehst zur TU Münster, da sind wir auch sehr kompetent, was Batterieforschung anbetrifft, was Zellforschung anbetrifft. Da habe ich Hoffnung, Digitalisierung und Software, boah, solange wir in unseren Amtsstuben noch mit Faxen arbeiten, weiß ich nicht. Aber schauen wir einfach mal. Was wir aber in Deutschland können, sind Autos bauen. Und zwar wirklich gute Autos. Und wenn ich sehe, was im Elektromotorbereich passiert, dann muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland gerade wirklich vorne dran sind. Definitiv. Oder zumindest mit komplett bei der Spitzenmusik spielen. Wie es insgesamt in Zukunft aussieht, ich glaube ja, dass die deutschen Ingenieure sich, drückst du es einfach mal hart aus, den Arsch aufreißen und dass sie es auch können und dass wir da in die richtige Richtung können. Aber das wird spannend, definitiv. Also es gibt viel zu berichten. Ja, bleibt spannend. Wie siehst du das Care-Diesel-Thema? Also kann man da sozusagen die Emissionen, also mit dem Biotreibstoff sozusagen, ist ja noch nicht zugelassen, aber wenn man das sozusagen den Diesel beimischen würde, könnte man da irgendwie sparen. Also du kannst Care schon zu einem hohen Grad beimischen. Wir haben auch eine oh Gott, warte mal, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen, das ist ja irgendeine EU-Verordnung, die genau vorschreibt, wie groß der Anteil ist, der erneuerbaren Kraftstoffe, die auch im normalen Kraftstoff schon drin sein müssen. Und das muss sogar so sein. Wir dürfen den Verbrennungsmotor nicht vergessen. Wir haben in Deutschland über 40 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor. Sollen wir jetzt sagen, ja gut, das ist jetzt alte Technologie, kümmern wir uns nicht mehr drum. Nee, ganz im Gegenteil. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass auch die Autos, die draußen rumfahren, weniger Gesamt-CO2 ausstoßen. Und da ist ein Weg, eben an den Kraftstoff zu gehen. Da ist ein Weg, Care-Diesel, unter den Voraussetzungen, dass er zum Beispiel aus Abfallstoffen vor allem hergestellt wird, dass du dafür jetzt keine Kannibalisierungseffekte zum Beispiel mit Nahrungsmittelherstellung hast. Ich bin der Meinung, da ist sehr viel Potenzial und wir müssen alles andenken. Wir müssen überall ansetzen und unter keinen Umständen irgendwas vergessen, weil es uns ideologisch gerade nicht in den Kram passt. Weil es geht ja darum, dass wir Wirkung erreichen. Wie erreichen wir die größte Wirkung? Na, wenn wir über 40 Millionen Autos schon mal etwas CO2-ärmer machen. Das ist doch schon mal super. Und dann können wir uns auch noch um die Zukunft kümmern, sprich den Anteil an Elektroautos und Co. erhöhen. Okay. Dann nächste Frage. Ist ein Elektroauto für jeden Autofahrer Deutschlands realisierbar? Oder wird es eine Koexistenz aus Wasserstoff, E-Auto und Verbrenner? Gut, Wasserstoff haben wir gerade ein bisschen gehabt. Wird weniger sein. E-Auto und Verbrenner, also irgendwie so eine Mischung. Weil ja doch das Elektroauto noch etwas, ja, ein bisschen teuer ist. Für den Normalsterblichen. Also, ich fand das sehr schön. Ich habe die eine Frage, du hast mir die Fragen ja geschickt und da stand drin, realistisch. Und ich finde das Wort realistisch, das trifft. Ich bin zum Beispiel auch, ich bin absoluter Elektromobilitätsrealist. Also diese Utopien und Ideologien ist mir komplett fern, sondern hey, es muss auch draußen funktionieren. Die Kunden müssen es bezahlen können, sie müssen es nutzen können. Darauf muss man gucken und nicht einfach nur sagen, ja, das ist aber jetzt besser, das musst du tun. Und da gibt es draußen einfach Leute, die können sich das derzeit auch mit Förderung noch nicht leisten. So, und dann ist es halt so. Das muss dann in Zukunft eben besser werden, das muss günstiger werden. Der Horizont ist so auch wieder eine Autogeneration, 5, 6 Jahre, wo das Elektroauto ähnlich viel kostet, hoffentlich vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also ein Verbrenner, es sind ja ein paar weniger Teile drin. Aber da muss was passieren, weil ist noch zu teuer. Wenn die Subvention aufhört, dann bricht auch plötzlich der Verkauf von Elektroautos ein. Also 9.000 Euro hin oder her, das ist ein Riesenbatzen. Ja. Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jemanden habe, der wirklich viel Langstrecken fährt, dann ist ein Elektroauto schon etwas mühsamer. Ich war jetzt in Boxberg, habe dort mir so ein Konzept von Bosch und Bentley anschauen können. Wir sind mit dem Hyundai Kona dahin gefahren. Auf dem Hinweg war es noch okay, haben wir gut geplant. Auf dem Rückweg, dann stehst du nochmal an der Ladestation. Dann musst du langsamer fahren. Das sind 400 Kilometer, die wir gefahren sind, von dort hier nach Meerbusch.
Und das sind so Momente, auch wenn du ein großer Fan von Elektroautos bist. Du stehst abends an der Ladestation. Du weißt, du stehst da jetzt noch mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Und du kriegst von zu Hause angefunkt, du pass mal auf, wann kommst du denn nach Hause wegen Kochen und so weiter und so fort. Ja, du wirst schon nach 9. Und die Reaktion, die ist dann halt nicht schön. Das ist so Enttäuschung und wieso nicht früher? Weil es eben so ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Habe auch mal so eine Fahrt nach Berlin gehabt. Ja, auf Langstrecken wird es irgendwann zäh. Ist so. Ja. Das muss besser werden. Wird ja auch besser, aber es muss besser werden. Wann schätzt du, dass sozusagen mehr Elektroautos in Deutschland zugelassen werden als Verbrenner? Also aktuell sind wir bei 14%. Wenn ich so eine Zahl habe. Ja, das sind so, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen, waren es nicht ganz 11%. Plug-in-Hybride, also es sind Plug-in-Hybride und rein elektrische sind es schon ein Viertel. Du merkst, dass sich hier richtig was tut. Aber das sind jetzt zwei Sachen. Zum einen könntest du es einfach hochrechnen über die prozentuale Entwicklung. Könntest du sagen, naja, 5 Jahren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo die Subvention aufhört, wird ein Knick bei den Verkäufen entstehen. Definitiv. Weil die Leute natürlich jetzt sagen, wow, cool, ich kann mir das Auto leasen. Kriege dann meine Erstzahlung sogar quasi vom Staat bezahlt. Ist alles günstiger, das mache ich. Positiv gerechnet 5 Jahre, ja. Okay. Kannst mich drauf festnageln, wir können in 5 Jahren nochmal ein Interview machen und dann kannst du mir sagen, Alex, was hast du für einen Schwachsinn erzählt? Mein Wissen kann es keiner. Also das ist ja nicht. Nee. Dann zur nächsten Frage. Ist die vollständige Elektromobilität im Autosektor nachhaltig? Kann man sozusagen die Batterien nachhaltig produzieren? Also geht das auf lange Sicht? Wie ist das jetzt? Geht es in Zukunft? Ja, also man könnte die Batterien nachhaltig produzieren. Ja, das ginge, aber das ist derzeit noch nicht der Fall. Also wir haben derzeit definitiv sehr viel Batteriezellenproduktion in China. Und die Chinesen haben noch wahnsinnig viele Kohlekraftwerke. Das heißt, die CO2-Last pro Kilowattstunde liegt da sehr hoch. Ein Kilo CO2 entsteht da pro produzierter Kilowattstunde. Das ist 2,5-mal so hoch wie in Deutschland gerade. Da muss ich unbedingt was dran tun. Wir müssen also die Produktion auch in Länder verlagern, wo eben mit weniger CO2-Last gearbeitet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Da sind die Hersteller auch dran. Aber Fakt ist, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, das ist alles perfekt, was in der Elektromobilität ist, wenn man das gesamtheitlich betrachtet. Weil das Schlimme ist, für mich ist diese Konzentration auf diese 0 Gramm CO2 lokal. Auch wenn du irgendein Elektroauto, wenn es beworben wird, steht immer 0 Gramm CO2. Und das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Das ist eben ein winziger Teil der Wahrheit, weil du das drumherum noch hast. Und da muss dran gearbeitet werden. Das muss viel, viel besser werden. Wir haben auch beim Verbrennungsmotor, muss man fair bleiben, auch ein Drumherum, was zusätzlich CO2-Emissionen ausstößt. Aber da kommt nicht so wahnsinnig viel drauf wie beim Elektroauto. Und deswegen ist jetzt gerade die Batteriezellproduktion für mich noch nicht hundertprozentig nachhaltig. Das muss besser werden. Vor allem die Produktion muss meiner Meinung nach in großen Teilen nach Europa. Da müssen wir auch nicht durch den Suezkanal, wo sich wieder einer querstellt, weil er versucht hat mit seinem Frachter zu driften. Also. Okay, wenn wir gerade bei den großen Sachen sind, geht die Automobilindustrie nicht eigentlich den falschen Weg mit den ganzen SUVs, die ja tonnenschwer sind, gerade im Elektrobereich, die E-SUVs, da den EQ, wie heißt EV, den von Mercedes bringen wir zusammen, EQV, nee, EQ, den großen, oder den vom Audi, da gibt es immer die gigantisch großen SUVs. Generell, man sieht eigentlich, die ganzen E-Autos sind alles auf der SUV-Basis. Also sie sind ja schwer und großer Luftwiderstand. Wäre da nicht die Lösung mehr mit der Kleinwagensektor, klassische Renault Zoe, dass mehr die Tendenz in diese Richtung laufen soll? Weil die schon als Benzin und Diesel wenig verbrauchen. Ja. Energetisch ganz klar. Also muss man nicht reden, wenn das Auto vor allem, was in der Elektromobilität wichtig ist, einen kleineren Luftwiderstand hat, dann ist das super. Ja, Gewicht kann ich ja, Rekuperation kann ich ja einen Teil wieder reinholen. Nicht 100%. Ja, viele Leute denken, ja, ich kann ja alles wieder reinholen. Nee, da ist zwischendurch noch eine Wirkungsgradkette und die ist ganz, ganz böse. aber jetzt darf man nicht so tun, als würden die Automobilhersteller einfach was auf den Markt schmeißen und sagen, so Kunde friss, sondern der Kunde diktiert eben mit seinem Kaufverhalten auch das, was die Automobilhersteller kaufen. Und
da wird eben auch nicht nur nach Deutschland geguckt oder Europa, sondern es wird nach China, weil das ist definitiv noch ein Wachstumsmarkt. Wir sind in Europa ein Sättigungsmarkt. Ja, da wird nur ausgetauscht. Im Prinzip ist der Markt gesättigt. Oder Amerika geschaut, wo auch noch große Stückzahlen gehen. Und da kauft der Kunde das eben. So, und dann ist es auch eine Frage, dass der Kunde in Zukunft auch für sich das entdeckt und sagt, ja, Moment, wenn ich aber eine andere Karosserieform kaufe, komme ich mit dem gleichen Akku vielleicht 10-20% weiter. Und das ist ja cool. Ich glaube, dass wir da noch einen Prozess haben werden. Guck dir mal Tesla an, Model 3, klassische Stufenhecklimousine. Das war eigentlich nicht mehr das, was du in Deutschland gekauft hast. Und trotzdem ist es das Auto von Tesla, was derzeit am meisten gekauft wird. Ja, also ich muss eine kleine Lanze brechen übrigens für SUV-Coupé. Die sind ja besonders verrufen. Boah, das ist ja nicht nur ein SUV, das ist ja auch noch ein Coupé. Das ist ja völliger Schwachsinn. Nee, die sind sogar effizienter, wenn sie gut gemacht sind, weil der CW-Wert besser ist. Und deswegen ist immer schwierig, sagen wir es mal so. Ich persönlich bin jetzt auch kein großer SUV-Fan, definitiv nicht. Ja, und weil wir haben ja vorhin über Kombis gesprochen. Ich finde einen schönen, knackigen Kombi, der auch noch sportlich aussieht, gefällt mir besser, ist aber ein bisschen Geschmackssache. Ja, ich will keinem vorschreiben, was er für ein Auto fahren soll. Und es gibt auch SUV, die einen erstaunlich guten Luftwiderstand haben und dann ist das auch okay. Aber wäre nicht schlecht, wenn wir in Zukunft ein bisschen, es wäre auch für die grundsätzliche Bild auf der Straße, wenn wir da ein bisschen mehr Diversifizierung hätten und nicht nur immer neue SUV. Ja. Wie sieht es denn eigentlich in den Werkstätten aus? Wenn jetzt gerade mit der E-Mobilität, wenn jetzt die immer mehr anrollt, sind die Werkstätten und die Ladeinfrastruktur, die Mitarbeiter geschult sozusagen, dass man das stemmen kann. So, jetzt machst du ja eine wunderbare Serie, die ich mir auch auf TikTok immer wieder anschaue, Fusch. Ja, weil Jungs da etwas mit etwas umgehen, womit sie nicht ureigentlich etwas zu tun haben. Und sie denken, wenn man das Gabel nochmal verdrillt, dann hält das auch. So, und jetzt kommst du in die Werkstätten, wo die zum Teil seit Jahrzehnten eben im mechanischen Bereich schrauben, wo was verbrannt wird, wo es mit Öl zu tun hat und plötzlich kommt da diese Blackbox Elektromotoren Akku. Das ist eine Kulturrevolution, das ist auch schwierig und das ist, ich sage nicht, dass sie zu doof sind, überhaupt nicht, sondern das ist einfach eine gigantische Umstellung. Das sind zwei verschiedene Welten, auch wenn die Physik dahinter manchmal so ähnlich ist. Ja, ob ich jetzt Spule und Kondensator berechne oder Feder und Dämpfer, sind im Prinzip sehr, sehr ähnliche Formeln. Und das ist schwierig. Also ich habe auch festgestellt, wir haben ja mal so Mystery Shopping, nennt sich das, gemacht, wo wir bei verschiedenen Händlern waren und mal Elektroauto-Kompetenz abgefragt haben. Ui, da ist noch viel Potenzial. Da muss ich noch was entwickeln. Definitiv. So, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Siehst du mal. Das war mit den Werkstätten und dann das andere ist die Ladeinfrastruktur. Ach so, Ladeinfrastruktur. Sich entwickeln kann. So, Ladeinfrastruktur, da haben wir jetzt verschiedene Punkte. Wir haben in Deutschland theoretisch genug Strom, um eine hohe Zahl von Elektroautos zu laden, wenn sie nicht alle zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche machen. Das ist eher das Problem. Das ist eine Frage des Lastmanagements. Aber wir haben ein Problem in den Mikronetzwerken, sage ich mal so, Straßenzügen, dass die versorgt werden. Weil du weißt ja selbst, wie die Häuser angelegt werden, mit wie viel Leistungen die angelegt werden. Da ist nicht angelegt, dass da nochmal eine Wallbox mit 11 oder vielleicht 22 kW davor steht. Auch die Trafostationen, alles. Ja, da ist ja gespart worden. Ich meine, für was denn? Für was soll ich eine riesige Trafostation bauen, wenn ich das gar nicht brauche? Und jetzt stell dir einfach mal vor, so ein Straßenzug kriegt plötzlich komplett Wallboxen und die wollen alle abends nach Hause mit 11 Kilowatt laden. Das klingt erstmal trivial, aber wenn sie es alle zusammen machen, da geht es halt nur über ein Lastmanagement und da muss viel getan werden. Das ist, und in den Städten wird es ganz heftig. Die Leute, die in Hochhäusern wohnen, wo sollen sie denn laden? Ja, also das wird noch eine große Aufgabe, da muss auch noch viel getan werden. Und jetzt einfach mal, das ist eine einfache Rechnung. Ich habe eine Tiefgarage von einem größeren Wohnhaus. So, da stehen 50 Autos. Und diese 50 Autos kommen alle abends nach Hause. So, die sind arbeiten gewesen, kommen abends nach Hause und diese 50 Autos wollen alle mit 11 kW laden. 50 mal 11 kW. Na, herzlichen Glückwunsch für den Elektriker, der die Versorgung dieser Tiefgarage ausgelegt hat. Ja, da müssen die halt alle damit leben, dass sie eben dann nur mit 2 kW laden. Ist es halt so.
Ja, am nächsten Morgen ist jetzt aber dann unschön. Am Und nächsten kein Morgen ist es Rechner. unschön. Aber du weißt es ja selbst, wie störrisch die Elektrotechnik ist. Ja? Du kannst ja nicht einfach mehr Strom drauf lassen, wenn du vorher Klingeldraht verlegt hast. Ja, das ist so. Also, Ja. aber Soll was ich ist dann sagen? die Lösung? Also, das ist die Frage, was jetzt gerade, du hast nur eine Frage von ganz unten schon angebrochen, Ja, ich wenn weiß. alle abends heimkommen. Was ist die Lösung? Also, gibt es da nur dieses, jeder lädt dann mit 2 kW? Oder kann man Ja, da lass sagen, okay, Mensch. man baut die kompletten Netze neu aus? Ja, also zum einen die Netze, also gut, machen wir die Lösung, fangen wir ganz oben an. Wir haben in Deutschland ein Stromtransport- und Speicherungsproblem. Wir müssen große Mengen an Ströme besser transportieren können. Zum Beispiel mit Gleichstromsystemen, eben nicht mit Wechselstrom, sondern um kapazitive Verluste zu verringern mit Gleichstrom. Ja. Aber dann siehst du halt das Problem, wie hier in der Nähe, da soll eine riesen Station aufgebaut werden, die dann den ganzen Gleichstrom wieder in Wechselstrom umbaut. Die Leute denken, eine elektromagnetische Strahlung ist ihnen zu gefährlich. Sie wollen beides. Sie wollen die Umwelt retten, aber auf der anderen Seite haben sie Angst um ihre Gesundheit wegen ein bisschen Strom. Naja, gut. Sollen sich zu Hause auch vom Elektroherd bitte, bitte wegstellen. Ja, bitte, bitte wegstellen. Ganz blöd, der Elektroherd. So, da muss aber was passieren. Das ist schwierig, das auch umzusetzen. Der nächste Punkt ist Stromspeicherung. So große Batteriestationen können wir gar nicht bauen, aber wir können zum Beispiel mit Wasserstoff arbeiten. Wir können über Elektrolyseure überschüssigen Strom, wir reden hier über hohe Terawattstunden, die im Jahr einfach nicht genutzt werden, weil wo soll er hin? Ja, ich habe mal einen Politiker gehört, der Strom wird im Netz gespeichert. Ja, gar nichts wird da gespeichert. Im Netz wird Wärme produziert. Da wird Energie quasi zu Wärme umgewandelt, aber gespeichert wird er erstmal so grundsätzlich nichts. Und da wäre zum Beispiel Wasserstoff eine Lösung, weil wir alles ist besser als nichts zu speichern. Da müssen wir dran arbeiten. Und dann geht es halt in den heimischen Bereich hinein. Ja, da müssen wir ausbauen. Da wird es jetzt lustig. Und Lastmanagement ist ein ganz wichtiges Punkt. Also wenn du dich mit den großen Energieversorgern unterhältst, EnBW und Co., dann sagen die, ja, das ist genau das. Wenn jetzt alle gleichzeitig Problem, aber das tun sie ja nicht, das muss man halt versetzt laden. Über ein Lastmanagement können wir das regeln. Da laufen auch entsprechende Versuche, um das zu regeln. Was soll ich sagen? Es muss viel getan werden. Ja, also der Job des Elektroingenieurs ist gesichert. Definitiv, definitiv. Also komm, du geht es doch genauso. Als du dich damals entschieden hast, Elektrotechnik zu studieren, hast du dir erstmal überlegt, boah, gebe ich mir den Stress jetzt? Ey, dieses Studium, das einem wirklich manchmal an den Rand bringt, ja, Ja. definitiv. Und darüber hinaus, manchmal will man auch springen. Aber ich würde es heute sofort wieder machen. Auf der Stelle. Ja. Ja. Es ist einfach ein geiles Fachgebiet und macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und hat Zukunft. Hat definitiv Zukunft. Ja, definitiv. Apropos Zukunft, was Ja. hältst du für zukunftsfähiger? Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeuge oder Wasserstoff direkt verbrennen im Motor? Wasserstoff direkt verbrennen ist energetisch zu schlecht. Ich habe bei einer Brennstoffzelle, habe ich es mit einem ordentlichen Wirkungsgrad zu tun von 60%. Es ist auch eine Verbrennung. Das darf man nicht vergessen. Deswegen heißt es die Brennstoffzelle. Entsteht auch ein ordentlicher Wärmeeintrag. Aber ich habe es bei einer Verbrennung von Wasserstoff, habe ich es mit einem Wirkungsgrad vielleicht von 30 maximal, gehen wir mal vom mega optimierten Motor aus, 40% zu tun. Das heißt, es ist spürbar schlechter. Und ich habe ansonsten bis auf das Geräusch keinen direkten großen Vorteil gegenüber jetzt einem Brennstoffzellenfahrzeug. Können wir den Akku noch sparen? BMW hat schon mal Versuche gemacht, haben sie aber gelassen. Toyota hat die Idee nochmal aufgegriffen, aus einem ganz einfachen Grund, weil man damit dem Rennsport wieder Emotionen verpassen könnte. Nichts gegen die Formel E. Ich habe auch mehrere Formel E-Rennen besucht, aber das ist soundmäßig. Was soll ich sagen? Ja, das ist wie ein AC/DC-Konzert mit Kopfhörern auf. Ja? Wenn du wenig hörst, kommt die Emotion nicht so ganz rüber. Und man kann sich ja in Zukunft vorstellen, dass für die Rennserien, die produzieren ihren grünen Wasserstoff selbst und nehmen den dort, um bei der Rennserie eben auch ein bisschen Sound zu erzeugen. Hinten kommt Wasser raus. Und wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ja, aber der Wirkungsgrad ist doch so schlecht, als wenn es in der Formel 1 um den Wirkungsgrad ginge. Ernsthaft. Ja, vielleicht im Detail, dass sie noch ankommen. Aber im Großen und Ganzen wird da relativ
ineffizient viel, viel Freude erzeugt, sagen wir es mal so. Okay, dann zum Thema ja, Nachhaltigkeit. So Lithium-Ionen-Batterien, die werden auch Freude manchmal erzeugen. Kann man die zu 100% recyceln? Also ist das irgendwann mal, aktuell geht es ja noch nicht, aber ist irgendwann mal vielleicht, dass man das sagt, okay, die nimmt man jetzt wieder her. Nicht nur wie jetzt, also vielleicht man nimmt alte Akkus und haut die dann irgendwie ins Haus rein zum Speicher, sondern gibt es da wirklich komplette Nachhaltigkeit? Weißt du da was drüber? Ja, habe ich mir mehrere Methoden angeguckt. Fakt ist, es gibt derzeit noch keine richtig großen Recycling-Konzepte. Das liegt nicht nur daran, dass man da ein bisschen das verpennt hat, sondern vor allem, es gibt einfach noch nicht genug Akkus, die rauskommen. Die Elektroautos, wie lange fährt ein Auto? 9, 10 Jahre. So, das heißt, den ersten großen Elektromobilitätsschwung, den kriegen wir jetzt so langsam. BMW hat jetzt zum ersten Mal i3s, die quasi in die Verschrottung gehen. Und jetzt, vorher war das ja gar nicht immanent, war ja nichts da zum Verschrotten oder Recyceln. Und deswegen wird daran gearbeitet. Tesla entwickelt entsprechende Konzepte, was ich sehr spannend finde. Ich war beim Fraunhofer-Institut. Man muss sich das Recycling klassisch von der Lithium-Ionen-Zelle eigentlich so vorstellen, das läuft wie in einem Thermomix. Du schmeißt die Zellen, du schmeißt die in einen Schredder hinein, dann werden die durcheinander geschreddert. Dann kommt da eine Lösungsflüssigkeit hinzu, eigentlich, was ist hier Lösungs? Wasser. Und dann musst du das extrahieren, die aktiven Materialien, Nickel, Mangan, Kobalt, Lithium und andere Materialien wieder trennen. Und jetzt hat das Fraunhofer-Institut eine nicht so maximal invasive Methode entwickelt, die läuft mit Pulsungen. Das sind so große Bottiche und da wird wie bei einer Nierensteinzertrümmerung mit Pulsen gearbeitet. Und dann werden die Zellen auseinandergenommen. Und dadurch kannst du noch einen höheren Anteil an Aktivmaterialien nutzen, als jetzt, wenn du es nur schredderst. Und die sagen, 90% Recycling geht in Zukunft. Die sagen auch, das sei großindustriell darstellbar, aber es ist noch nicht umgesetzt. Das muss noch kommen. Ja, wäre nicht schlecht, weil irgendwann hat man ja so viel Batterien da, dass man sozusagen sagt, okay, jetzt mein Auto ist jetzt defekt, also ist jetzt wie Schockblässe und dann hätte man schon sozusagen den Akku schon wieder hier, den man sozusagen, also überbildlich gesprochen, von dem neuen Auto dann wieder bekommt, ohne dass jetzt irgendwelche, ja, wie man es häufig hört, irgendwelche Minen, kleine Kinder irgendwas abbauen müssten noch, dass das alles mal gesättigt ist. Ist so. Also ist so. Wir müssen Kobaltminen im Kongo und Co., das ist eine Schweinerei. Also das kannst du nicht angucken und kannst sagen, ja gut, da müssen wir jetzt für leben, damit, weil wir die Welt retten. Nee, das ist eine Schweinerei. Da müssen wir komplett von weg. Das geht gar nicht. Gibt es ja auch Firmen wie zum Beispiel Tesla, die ganz klar in Zukunft die kobaltfreie Batterie ausrufen. Das ist auch richtig so. Die neuen Batterietypen, NMC 811, da habe ich also wirklich hauptsächlich Nickel. Ich habe Mangan und ein bisschen Kobalt noch drin. Aber früher hatte ich ja eine Gleichverteilung von Nickel, Mangan und Kobalt. Das war ja NMC 111, das war normal. Und da müssen wir, das muss auch besser überwacht werden. Und wir kriegen einen nachhaltigen Akku, einen wirklich nachhaltigen Akku in Zukunft nur dann, wenn wir einen ganz großen Recyclinganteil haben. Das ist genauso wie bei Aluminium. Wenn ich Aluminium jedes Mal neu herstelle, Katastrophe. Aus Bauxit Aluminium zu machen, boah, da kannst du aber mal Energie reinstecken. Und du kannst es nur erreichen, wenn du eine hohe Recyclingquote hast. Okay. Gut, so jetzt nochmal zu dem Szenario zurück. Hier kommt man am Abend nach Hause und will laden. Das mit der aktuellen mit der Leistung um 8 Uhr abends schwierig aussieht, haben wir gerade gesehen. Aber wie sieht es generell mit der Energie aus? Also schaffen wir das in Deutschland sozusagen, die Energie herzubekommen, dass 100% jeder kann elektrisch fahren und seine Batterie vollladen? Ist es von der Energie? Weil wir haben jetzt diesen Kernausstieg ja auch irgendwie geplant. Geht es? Du hast ja bestimmt dich auch schon mal mit dem Thema Versorgungssicherheit beschäftigt. Ja. Das heißt, muss ich dir nichts erzählen, dann weißt du wahrscheinlich viel besser als ich. Das heißt, du hast in den Spitzen überhaupt kein Problem. In den Spitzen kannst du in Deutschland komplett aus regenerativen Energien leben, wobei wir nie 100% erreichen, weil du kannst ja nicht die die Pufferkraftwerke quasi abschalten, weil du denkst, naja, jetzt ist ja alles regenerativ und in dem Moment, wo plötzlich sich die Wolken davor schieben, der Wind bläst nicht mehr, was machen wir jetzt? Hör mal auf zu kochen. Und das muss abgepuffert sein
Und diese Versorgungssicherheit, das ist etwas, was in Zukunft echt noch ein Gebiet wird, wo wir ansetzen müssen, wo wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir müssen Stromtransport verbessern in Deutschland, dass wir über große Strecken hohe Energiemengen ohne große Verluste transportieren können. Und wir müssen unsere Speicherkapazitäten erhöhen. Das alles muss zusammenfügen und dann glaube ich schon, dass wir das in Zukunft hinbekommen. Aber wenn wir jetzt, Stand jetzt sagen, na, das ist alles kein Problem, höre ich oft von Elektromobilitätsfans, alles kein Problem, überhaupt nicht. Und lassen das genauso, wie sie es ist und lassen 10 Millionen Elektroautos auf die Straße, dann haben wir ein Problem. Also wir müssen schon dran arbeiten, wir müssen es besser machen, es ist ein Potenzial da, aber bitte nicht so tun, als wäre alles perfekt und wir müssen nichts verbessern. Ja. Aber das weißt, hey, was erzähle ich dir das? Das weißt du doch viel besser als ich. Aber du siehst es von einer anderen Warte, wie ich sehe. Ja. Das ist nicht schlecht. Wie siehst du das mit den Batterieherstellerunternehmen in Deutschland im Vergleich zu den chinesischen, koreanischen, japanischen? Vorher haben wir es ja mit den Autoherstellern gehabt und jetzt mit den Batterieherstellern. Sind wir da wettbewerbsfähig oder müssen wir uns da zukaufen? Also zurzeit sind, was die großen Batteriehersteller, sind wir einfach abgehängt. Da brauchen wir nicht mitspielen. Also wir haben mega innovative Firmen in Deutschland. Ich habe BMZ Group jetzt in Aschaffenburg, die machen tolle Akkulösungen, super, wobei die jetzt immer im Batteriezellenproduktionsbereich auch noch nicht sonderlich aktiv sind. Wir hatten in Carmens, LiTech, die sehr innovative Lithium-Ionen-Zellen, aber viel zu teuer gemacht haben, damals mit Keramikseparatoren, die wirklich durchstoßsicher waren. Also wenn sich die, ich komme wieder vom Hundertsten ins Tausendste, nehmt es einfach hin, wenn sich beim Lithium-Ionen-Akku kann ja sein, dass hier an der Kathode zum Beispiel metallisches Lithium absetzt, Plating nennt man das, und das kann so zu sogenannten Dendriten führen. Und die können durch den Separator hindurch, und gibt es einen Kurzschluss, Thermal Runaway, und dann ist richtig Spaß in der Bude. Da hatten wir in Deutschland schon Lösungen mit einem keramischen Separator, der richtig stabil war, aber auch andere. Aber es, derzeit, ganz ehrlich, liegt es brach. Und was wir tun können, ist große Batteriezellenproduzenten wie jetzt Kettle und Co. nach Europa locken, das wollen die auch, und hier weiter Forschung zu betreiben und das voranzutreiben. Aber wir hängen schon hinten dran. Ja, sehr. Okay. Alternative, und zwar Methanol mit Wasser kann man das schön vermischen und dann tanken. Da gibt es ein paar so, ja, irgendwo habe ich mal im Internet gesehen, so einen, der bei Ingolstadt sowas sich gebaut hat, mit Methanol und Wasser zu tanken. Sagst du dazu, die Zukunft oder einfach nur ein schönes Hobbyprojekt? Ja, Roland Gumpert, Genau. finde ich erstmal sehr cool, dass der überhaupt, dass der heute sagt, pass mal auf, Jungs, alles, was ihr da alles macht, das ist, überzeugt mich nicht, ich mache was Eigenes. Das muss man einfach erstmal so stehen lassen. Das ist cool, und nicht immer nur den Status quo zu nehmen, sondern noch was zu verbessern. Die Idee dahinter ist auch cool. Methanol ist halt hochtransportabel im Vergleich zu Wasserstoff. Da ist es mit Druck und allem drum und dran nicht so einfach. Aber der Methanol muss hergestellt werden. So, dann geht es dann wieder in die Wirkungsgradkette hinein. Und das ist etwas, was heutzutage sehr immanent ist. Und da haben wir beim Methanol noch ein großes Fragezeichen. Es ist noch mal schlechter, ja, weil die Prozessschritte, um es herzustellen, noch mal weitergehen. Und der nächste Punkt ist der, du hast dann keine lokale Emissionsfreiheit mehr. Das ist psychologisch sehr, sehr wichtig, sondern da muss CO2 rauskommen. Geht gar nicht anders. Ich habe mein Methanol, Kohlenstoff drin, Brennstoffzelle, also verbindet sich das zu CO2. Muss man immer wissen. Das ist psychologisch. Ich sage es deshalb, weil es theoretisch sinnvoller wäre, ein Elektroauto mit einer Bioethanolheizung zu betreiben und nicht den wertvollen Strom zu nehmen, um das Elektroauto zu heizen. Ja. Wieso wird es nicht gemacht? Weil dann das Elektroauto nicht mehr lokal emissionsfrei wäre und das hätte dann so ein Geschmäckle. Aber eigentlich könntest du mit. Das Beste, was du machst, ist mit Ethanol oder mit Alkohol oder sonst oder Methanol, verbrenn das Zeug halt, da wird es warm. Ja? Also der thermische Wirkungsgrad, der ist super, der ist großartig. Wird aber nicht gemacht. Ja, und deswegen mache ich da ein Fragezeichen und ich sage auch ganz ehrlich, ich sehe draußen die Reaktion und da habe ich bis jetzt keine einzige, auch bei den großen Herstellern gesehen, die mich darauf bringt zu sagen, damit hat er eine Chance. Ich glaube nicht.
glaube nicht. Okay. Und auch eine Mischung wird es dann auch nicht werden in dem Sinn. Irgendwie vielleicht verschiedene Systeme, verschiedene Technologien irgendwie so. Nee, dann kommt sofort die massive Wirkungsgraddiskussion hoch. Und solange wir noch eine Wirkungsgraddiskussion haben, ist das auch richtig. Was der allerbeste Wirkungsgrad entsteht dann, immer zum gleichen Zeitpunkt, wenn ich, du hast hinter dir Solarzellen jetzt stehen, wenn ich in dem Moment den Strom sofort verfahre über eine Batterie. Alles, was ich dazwischen tue, verschlechtert meinen Wirkungsgrad. Und weil wir derzeit halt noch nicht Strom im kompletten Überfluss haben, ist das noch wichtig. Aber die Zahl muss ich einfach mal raushauen, damit sich das jemand vorstellt. Die Strahlungsleistung, die Sonne pro Stunde auf die Erde loslässt, komplett, würde ausreichen, um die komplette Energieversorgung der Erde sicherzustellen. Das heißt, wir haben theoretisch erstmal gar kein Energieproblem, wir haben ein Energieproblem in der Energie. Energie kann man ja nicht produzieren, sie ist vorhanden, kannst du ja nur umwandeln, aber trotzdem Stromproduktion. Da müssen wir dran gehen, dass wir noch mehr Strom produzieren. Und dann wird vielleicht irgendwann der Wirkungsgrad auch wieder ein bisschen zweitrangig. Solarzelle ja auch, meint 20%. 80% gehen verloren. Stört einen das? Nee, weil man was nutzt, was man sonst nicht nutzt. Genau. Ja. Gut, die letzte Frage, was ich heute habe, ist schon fast mehr oder weniger erklärt worden. Und zwar, welchen Weg gehen Batterie- und Wasserstoffautos in Zukunft? Hast du schon erklärt mit Wasserstoff mehr für den LKW-Nutzverkehr und Batterie im PKW-Bereich? Ist deine Prognose so zu sagen? Also ich kann ganz klar sagen, wo die Wege meiner Meinung nach hingehen. Im Auto ist es definitiv zurzeit batterieelektrisch. Da wird sich nichts dran ändern. Wie gesagt, mit dem kleinen Fragezeichen, was vielleicht in 10 Jahren ist, wenn wir noch eine andere Wasserstoffinfrastruktur haben und so weiter und der Wasserstoff auch in größerem Maße hergestellt wird, sodass wir den anders nutzen können. Lassen wir mal hin. Der Wasserstoff, grüner Wasserstoff, der wird in Zukunft in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Mit Mobilität reden wir vor allem über Fernlastverkehr. Da sehe ich viele Hersteller, Volvo und Mercedes, die daran arbeiten, auch die asiatischen Hersteller. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der in großem Maße kommt. Wir brauchen Wasserstoff aber auch im großen Maße für die Stahlherstellung. Da werden sehr große Mengen gebraucht. Und wenn wir in Zukunft die Flugzeuge kerosinfrei machen wollen, ja, mit Batterien möchte ich nicht fliegen. Also ich möchte keinen Jumbojet von Frankfurt nach New York mit Batterien schicken. Da wäre mir das mit dem Wasserstoff, ja, obwohl wenn wir an die Hindenburg denken, das war auch ein bisschen blöd. Hat das Thema Wasserstoff etwas zurückgeschmissen. aber da gibt es halt verschiedenste Bereiche und ich glaube, dass wir auch in Zukunft eine Koexistenz von verschiedensten Antriebstechnologien haben, die für den jeweiligen Bereich optimiert sind. Okay, das ist ein schönes Schlusswort, Alex. Und also, wie gesagt, für mich ist heute der Traum in Erfüllung gegangen, mit dir mal persönlich so zu reden zu können und über das Thema mich auszutauschen. Danke nochmal für das Ganze, für die Beantwortung der ganzen Fragen. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Pfingstmontag. Und ja. Noch viele spannende Sendungen, sei es auf Fox, sei es auf TikTok, weiß ich für alle anderen. Ich verlinke unten die ganzen Kanäle vom Alex, da könnt ihr mal drauf gucken und der macht wirklich gute Sachen, kann man sich anschauen, ist sehr lehrreich. Und ja, jetzt nochmal danke, Alex, dass du da warst und wird spannend, was in Zukunft kommt. Es wird spannend, du weißt ja, und das wird gut, was in Zukunft kommt. Und ich muss jetzt einfach auch nochmal definitiv ein Kompliment für das loslassen, was du für die Elektrotechnik tust, Dinge zu erklären, Dinge zu zeigen, wie man sie nicht machen sollte. Da treibst du wunderbare Aufklärungsarbeit, was auch für mich, der ich jetzt nicht so hardcore manchmal im Elektrikbereich drin bin. Ja, das ist für mich dann auch wahnsinnig spannend, das zu sehen, auch nochmal was zu lernen. Das finde ich ganz großartig. Deswegen gucke ich mir das sehr fleißig an, was du tust. Also hier, Daumen hoch. Ja. Dankeschön. Und ich werde heute auch noch 2 TikToks produzieren zu spannenden Themen. Und genau, wird super. Und dir auch einen schönen Pfingstmontag. Dann, Dankeschön und tschüss.